Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Majora's Mask. Ich bin Kirak, ich bin wieder an der Reihe und ich habe immer noch keine Ahnung von dem Spiel. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Okay. What the fuck? Falsche Taste. Sehr schön. Ah, okay. Ach so, dieses Bump-Ding. Okay. Gut. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ich weiß ja noch so einigermaßen, wie das hier funktioniert. So, und jetzt? Dahinter? Niemals, oder? So weit hält es doch nicht. Ach, das bewegt sich, okay. Ich wüsste mal gern, wie man hier die Kamera vernünftig einstellen kann. Weil irgendwie hatte ich da auch schon immer Probleme. Ich meine, man kann es ja mit diesem Z machen. Perfekt. Aber irgendwie funktioniert das dann trotzdem nicht so, wie es soll. Habe ich so das Gefühl. Und mit den C-Tasten funktioniert es ja auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe gesehen, dass es vorhin hochgegangen. Scheiße. Ich hoffe, man kann das jetzt unendlich halten, weil wenn nicht, habe ich ein Problem. Ich muss wieder warten, bis das Ding oben ist. Denke ich jetzt jedenfalls zumindest, weil sonst würde es nicht hochgehen und da oben ist eine Plattform. Also denke ich mal, ich muss da hoch. Die Musik ist so komisch, dass sie wieder cool ist. So, komme ich dahin? Ja, geht sogar ganz gut. Okay. Haben wir das geschafft. Thronsaal des Deko-Königs. Okay. Was will der Navi? Ja. Nein. Okay. Dann weiß ich auch nicht. Vielleicht. Ah. Die behaupten, ich hätte sie entführt, aber egal wie oft sie es noch sagen, das bringt die Prinzessin auch nicht zurück. Wenn sie nichts unternehmen, fällt die Prinzessin einem Monster zum Opfer. Warum wollen sie mir nicht glauben? Na gut, dann sage ich halt gar nichts mehr. Bestraft mich oder tut, was ihr tun wollt. So, kann ich dir irgendwie helfen? Schießen? Ah, das geht daneben. Ich stelle mich auch weiter hinten hin. Okay. Nein, anscheinend nicht. Alles klar. Was denn hier? Okay. Muss ich eventuell darüber? Nee, sieht nicht so aus, oder? So. Ach, da kann sie hochklettern. Er, sie, whatever. Warum nenne ich ihn sie? Müsste der nicht springen können? Naja. Komische Kacke. Ja, ja. So, drehen wir uns mal um. Dankeschön. Okay, also schauen wir mal. Was können wir hier? Kann ich da irgendwie drauf rein? Kann ich irgendwie rein? Nein, okay. Gut. Ist hier irgendwas in der Wand, wo ich eventuell... Hä? Durch kann. Weil ich bin noch nicht in den Raum gekommen, nur um irgendwie mit dem zu reden, oder? Verzeihung. Was habe ich denn? Probieren wir mal die. Kann ich eventuell was mit der Flasche machen?
sieht nicht so aus, oder? Was? Springen? 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 Ach so. So ist es gemeint. Vielleicht kann ich ja von da oben irgendwas mit der Flasche machen. Weil ich denke mal, die werden sie... Reven wird sich schon was gedacht haben, wenn er die Flasche genommen hat. Ins Item-Menü. Nein. Okay. Kann ich vielleicht irgendwas mit der Maske machen? Das sieht irgendwie so aus, als hätte ich das nicht tun sollen. Vielleicht, wenn ich jetzt mit dir rede. Geh da runter. Wenn ich jetzt mit dir rede. Nein, du sollst mit dir reden. Reden. Oh, du, wie kommst du hierher? Psst, wenn sie dich sehen, nehmen sie dich gefangen. Was? Meine Brüder haben dich um Hilfe gebeten, das ist mir äußerst peinlich. Versuche das Seil zu zerschneiden. Wir sprechen später weiter. Okay, Nein, so. Das hat keinen Sinn. Warte, hast du denn nichts dabei, womit man jede Menge Lärm machen kann? Ein lautes Instrument wäre jetzt von großem Nutzen. Wenn du eines hast, dann zeige es mir. Ich schätze mal, damit ist die Ocarina gemeint, oder? Ja? Warum funktioniert immer nach unten nicht? Ach, scheiße. Dieses kleine Ding wird nicht weit genug zu hören sein. Hast du sonst nichts dabei? Habe ich nur was anderes, das leer macht? Wundererbsen bestimmt nicht. Habe ich hier irgendwas? Irgendwas, das Lärm macht. Was macht denn Lärm? Fotobox macht keinen Lärm, oder? Was ist das denn eigentlich? Wundererbsen machen auch keinen Lärm, würde ich sagen. Eine Flasche bestimmt auch nicht. Probier mal die Fotobox. Keine Ahnung. Ja, wieso nicht? Nein, oder? Nein. Also gut. Das war's wohl auch nicht. Aber ich habe doch sonst nichts außer der Ocarina, oder? Irgendwas, das leer macht. Moment. Ah, so kann man sich die Lieder anschauen. Ich probiere einfach mal, das zu spielen. Aber ich kann, glaube ich, nicht nach unten drücken, oder? Zack, zack, zack. Das sollte ja machbar sein, ne? Ich habe sonst nichts, oder? Das hier hat ja nichts gebracht. Nee. Okay, keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Kabum-Maske, das klingt irgendwie so, als würde das leer machen. Wenn du eins hast, dann zeig es mir, wir müssen es benutzen. Bitte ein Instrument, mit dem man laute Töne erzeugen kann, die über weit... Oh! Ich glaube, ich hab's. So, erst einmal nehme ich hier wieder die Flasche. Okay, dann halt nicht. Warum kann ich nicht... Ach so, ich muss erstmal ausziehen. Oh, ich bin so ein Depp. So, erstmal aus. Jetzt die Flasche. Jetzt nach links. So. Und jetzt... oh, die meinte ich. Genau dieses Instrument hatte auch die Prinzessin. Deku-Pfeifen. Damit wird das funktionieren. Aha. Nebenbei, wer bist du? Huch, das ist jetzt nicht wichtig. Hör mir gut zu. Wir haben versucht, etwas über das Gift im Sumpf in Erfahrung zu bringen. Also gingen wir zum Dämmerwald-Tempel, über den Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und die Prinzessin wurde von ihm gefangen. Der Deku-König glaubt, ich sei der Übeltäter. Daher schenkt er meinen Worten keinen Glauben. Aber die Prinzessin steckt in Schwierigkeiten. Ich muss rasch zum Tempel, um sie zu retten. Verstehst du mein Anliegen? Ja. Ja.
Heißt das, du würdest anstatt mir gehen und um die Prinzessin zu retten? Sehr gut. Lass mich dir die Melodie beibringen, die den Tempel öffnen wird. Die Prinzessin hat sie mir beigebracht. Ich singe sie dir leise vor. Hör gut zu. Wo, wo, wo? Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ah. Ah. Falsch. Schön. Sehr schön. Alter, ich hab... Ey, bitte sag mir, dass meine Steuerung nicht kaputt... Oh. Seriously, bitte sag mir, dass... Ich glaube, meine Steuerung ist im Eimer. Das? Ich drücke nach links und nicht nach unten. Wartet mal einen kurzen Moment. So, jetzt müsste es eigentlich stimmen. Ich will's hoffen. Ja, geht doch. Sehr im Takt. Ist egal. Okay. Du hast die Sonate des Erwachens gelernt. Diese Melodie erweckt jene, die in tiefem Schlaf fielen. Habt ihr das gehört? Diese Melodie, nur die königliche Familie kennt sie. Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat, um in den Tempel zu gelangen. Beginnt mit der Bestrafung des Affen. Nimm die Abkürzung, welche das Deku-Volk benutzt, um zum Dämmerwald-Tempel zu gelangen. Aber du musst dich beeilen, ansonsten wird mich der König bestrafen. Okay. Ups. So, wie ging das jetzt nochmal? Nee, halt mal. Erst einmal Start. Nee. Falsch. So eine Maske ausziehen. Ich schau mal lieber nach, wie das Lied ging. Das können wir ja zum Glück. Nein. Oben links, A, rechts, A. Oben links. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Anscheinend musste ich das dann doch als Deku spielen. Als Deku, Quatsch. Als Affe. Affe. Ich weiß nicht, wie dieser Typ heißt. Ist ja Wurst. Nochmal, probieren wir es mal. Ah, ich hab's falsch rumgespielt. Ja, bringt es jetzt irgendwas? Nö, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.